So. Hallo. Und willkommen zurück bei Secret of Mana. Wie versprochen, bin ich wieder hier. In diesem kleinen Räumelein. Ne? Da hat's ja geheißen. Kacke, ich habe keine Magiepunkte mehr. Ne? Und wir müssen diesen kleinen Aufschalter da drüben, den da, ohne jetzt lang herumzureden, müssen wir mit Laternas schönen Lichtzauber verzaubern, erschießen. Baum. Tada. Ein Geräusch ertönt. Jawohl. So. Und dann können wir jetzt hier aktiv endlich weitermachen. Ich war noch nicht beim Schmied, also falls sich irgendwelche Leute Gedanken machen, ey, hat er jetzt das Schwert schon geschmiedet? Ne? Wir haben ja durch gewisse Umstände, frag mich nicht warum, haben wir zwei Schwertraums in einer Kiste gefunden. Einfach so. Ja, das war schon einmal nicht geschehen. Das ist ja wunderbar. Boomer. Wie gesagt, ich habe das Schwert noch nicht gespielt, also ich weiß nicht, wie weit wir da jetzt rauskommen mit dem Ding. Ich wollte einfach erste Mal wollte ich hier weitermachen. Na, Hundi? Na, Hundi? Na, stirb, Hundi? So. Oh, ich hab gedacht, ich krieg vielleicht nochmal so eine tolle Kiste. So, ich, wie gesagt, ich tendiere einfach mal dazu, wenn wir drüben Licht gebraucht haben, dass wir hier Schatten brauchen. Wie diese schöne Zimmerdeko schon so spricht. So, oh, ganz schön dunkel hier. Hier wohnt Nemo. Poch. Tada! So, wir haben ein Geräusch gehört. Das ist ja wunderbar. Ich höre gern Geräusche. Übrigens. Nur mal so nebenbei erwähnt. Falls ihr hier in dieser Aufnahme irgendwie ein komisches, lautes Geräusch hört, das vielleicht klingt wie ein lauter Motor oder sowas, nicht wundern. Bei mir vor der Tür ist gerade hier Oldtimer-Treffen. Da hat sich im Prinzip die ganze Hot Volley der Oldtimer-Muscle-Car-Szene bei uns breit gemacht. Ja, und die sitzen jetzt da und haben Spaß. Ne, gönn dir. Wir haben jetzt ein Geräusch gehört. Dieses Geräusch. Ah. Jetzt kommen wir hier runter. Jetzt werde ich erstmal zur lebenden Brühwurst. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Oh, ist der falsche. Heil um. Da kommen wir auf zu brennen. Ist so langweilig. Stirb, Hundi! So, das Schwertchen, das lassen wir hier mal links liegen. Yeah. Und ich sag noch. Aber wieder eine lustige Schildkröte. So, Aha. Schalterchen. Ja. Ich hätte gesagt, wir machen erstmal auf der anderen Seite dann auch noch die Schalter auf, bevor wir da jetzt weitergehen. Aber erstmal gibt es hier Hunde-Ragout. Ein bisschen aufpassen, auf die Kisten fallen lassen. Ich bin jetzt irgendwie geschädigt durch diese eine Kiste, wo wir tatsächlich zwei Schwertorbs rausgekriegt haben. Das ist schon pornös. Ja, ich bin mal gespannt, was wir da jetzt letztendlich rauskriegen an Waffen. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level gerade unser Schwert ist. Müsste ich mal gucken. Okay. Madame. So schnallte sie uns herüber. Schnallt.
So, noch ein Türchen. Sieht nach Lunatic aus. Komm, gönn dir. Sauber so von einem nichtsahnenden Orbschalter. Der arme. Plöng. Ist echt komisch, dass da immer sofort dieses Buch dann spawnt. Hm. Naja. Wird schon seinen Grund haben. Aber. Kann ich da aufhalten? Das sind tatsächlich ein bisschen nervig, die Viecher. So süß das auch ist mit ihrem kleinen Motor, was sie sich auf dem Rücken gebastelt haben. Damit sie endlich mal ein bisschen schneller sind und nicht die ganze Zeit von ihren Schildkrötenkumpels verarscht werden. So, meine lieben Freunde. Dann bleibt da nur noch einer. Was? Nein. Okay. Und die Arena wird immer kleiner, das ist ja nicht. So, Drachenechse. Also laut Pokémon müssten Drachen ja empfindlich gegen Eis sein. Wollen wir das mal probieren? Vielleicht hat die Dr. Eich-Logik ja immer noch irgendwie Substanz. Nein. Dr. Eich, Sie sind ein Arschloch. Na, dann nehmen wir eben die Dark Souls, glaube ich. Ne? Gegen Drachen hilft Blitz. Ja. Nein. Wie wär's denn mit einer klassischen Schlammbombe? Nein, der frisst nicht. Blech. Hä? Was? Oder? Er ist grün? Hä? Ich hätte ihn einfach nicht schlagen sollen. Feuer! Feuer klingt nach dem Plan. Sollen wir nur Heilung auf den Kollegen hier? Du machst nochmal ein schönes Feuerwerk. Ach, nicht schon wieder den Mann fressen! Speer behalten, das war's schon. Okay. Ja, rest in peace, Drachenechse. Nein, keine Sorge, ich mach nicht wieder so ein Bildschirm. Also brauche ich gar nicht. War ja ein Anführungszeichen Endgegner. Lusche. Ah, warte. Jetzt sind wir hier. Gucke. Shortcut. Sehr schön. Das mag mir gefallen. Trotzdem denke ich mal, dass wir erstmal hier hoch müssen, weil auf der Seite wahrscheinlich noch ein Dialog beginnt. Ich habe eigentlich gedacht, da müssen wir jetzt noch Harzinger irgendwo hinzaubern. Nanu, was ist das? Der Pimperator. Der Imperator! Aber... Ey, was zum... Hey, da ist ein Ausgang erschienen. Was? Wart mal. Na, gucken wir doch erstmal. Da oben geht's doch auch noch weiter. Oder? Ach, das wäre keine Tür. Okay. Ich dachte, da wäre eine Tür gewesen. Dann eben nicht.
ahne Schreckliches. Herzlich willkommen, Drax. Was hast du mit dem Imperator gemacht? Warum? Wir brauchen ihn jetzt nicht mehr. Wir haben unser Ziel erreicht. Wieso wir? Wer denn noch? Ah. Tantalus. Seid gegrüßt, ihr Narren. Wo ist Hagen? Ist er gesund? Und wie? Schon bald wird er mein neuer Körper sein. Harr. Ich hab's so vermisst. Was hast du vor? Es geht euch nichts an. Los, Tantalus. Wir müssen sofort zur Manor-Festung. Rache ist süß. He. Und tschüss, ihr Süßen. Rache ist Blutwurst. The fuck? Oh, sexy Lady, was bist denn du? Oh, die kann ganz schön gut kraulen mit ihren vier Händen. Sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Elektra vielleicht? Die Medusa. Hm, natürlich. Adems. Ja, vielleicht. Mal gucken. Eine Schlammbombe. Also allseits beliebte Schlammbombe. Nein. Zaubersperre. Oh, Zaubersperre ist aber nicht so nett. Hey Mensch, ich brauche Zauber. Ich glaube, tatsächlich, der Blitz bisher am besten war. Ah, die Animation ist schon cool. Die Sprites, die machen echt Spaß. So, jetzt geht immer auf den Nuss. Ach nee, oder? Wir haben den Schrumpfhammer noch nicht. Fuck. Bringt das was? Oh, heile Mio. Gucken. Nein. Alter. Das ist nicht nett. Gut, dann gönnst du dir jetzt mal ein Nüsselein und dann haust du weiter Blitz drauf, weil das war das Einzige, was wirklich Schaden gemacht hat. Los. Da. Nein, nicht den Zwerg noch weiter schrumpfen. Dann. Fuck. Okay, sie kann trotzdem noch zaubern. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, Zaubersperre macht im Prinzip nur irgendwelche Buffs weg. Nee. Uiuiui. Einmal Ruinen. Ah, ist aber nicht schlecht, wenn man ein bisschen
dem Zauberlevel steigen und ich mach das Ding gleich mal ein bisschen mehr Schaden. So, immer schön aufpassen, dass der Kollege hier nicht verrückt. So, habt ihr das noch gehört, ne? Weiß nicht, ob das auf der Aufnahme drauf ist. Da ist gerade ein fetter Oldtimer hier vorbeigefahren. Das Gold ist klein. Wie Tusa. Na? Die steckt aber ganz schön ein. Die junge Frau. Jetzt habe ich noch irgendwas, was ich noch geschwind zaubern kann mit meinem letzten Magiepunkt. Zaubersog. Der bringt was. So, da musste noch eine Nuss looten. Toll. Bin ich froh, dass ich mir die ganzen Nüsse gekauft habe. Das Viech, der steckt mir echt zu viel ein. Konzentration, okay. Weiter geht's mit Blitzschlag. Aber zu! So, Lilly heilt sich selbst. Du haust noch Blitze weiter auf die Fresse. Mann, was hält er denn aus? Na, heilen sollst du dich. Eieiei. Das ist ein Hin und Her. Na? Ich meine, der Kampf ist furchtbar langweilig. Im Prinzip nur Blitzschlag und Heilen die ganze Zeit, weil was anderes bringt mir nichts. Hä? Warum hat das jetzt keinen Schaden gemacht? Auf die Lebenspunkte aufpassen. Das geht's doch jetzt nicht. Ich verbrauche bei der Schwede meine ganzen Nüsse. Darf ich gleich nochmal einkaufen gehen? Na. Gefährlich. Baby, Baby, heil dich selbst. Schon wieder. Keine Magiepunkte, das ist doch krass. Bling, schön synchron geheilt. Ah. So. Wow, das ist heilt doch jetzt schon. Heilt doch jetzt schon mal echt gut. So, die wird uns gleich so einknicken, das geht's ja nicht. Hä? Ah. Na. Verstehe ich nicht, warum es stellenweise so wenig Schaden macht. So, Madame. Hast du jetzt davon? Das war aber ganz schön zäh, das Viech, du. Das war ein zäher, zäher Kampf. Nicht spannend, nicht wirklich actiongeladen, aber zäh. Naja. Naja, wir wollen nicht meckern. Und weiter geht's. Peitschen Orb erhalten. Wir sprechen uns noch. Ja, na, komm. Na, komm. Alter, Angeber. Mem. Plonk.
Was? 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 Markus! Markus! Markus? Markus! Tja, da staunt hier, oder? Har, har, har! Ich habe Markus in einen lebendigen Kampfmaschine verwandelt. Oh je. Oh je. Das ist, Kinder? Das ist nicht nett. Zwei Bosskämpfe nacheinander ist nicht nett. Ach du Scheiße, Zauberschild. Nein, 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 nein. Zauberschild ist ungeil. Zauberschild ist mega ungeil. Ich meine, ist lieb von dir, aber. Zwei Endgegner nacheinander ist ein bisschen. Ja, muss es nicht sein. Na gut, die haben den Bosskampf tatsächlich nicht gut durchdacht, die Entwickler. Weil dadurch, dass der ein Zauberschild hat, haut er nämlich die ganze Zeit seinen Buff auf mich. Ich meine, ist ihm nicht zu verdenken, ich finde es nett und freundlich von ihm, oder? Ist ein bisschen semi. Das heißt, ich muss einfach ihn aufladen. Und ihn einfach voll auf die Fresse hauen. Ah, den habe ich doch sowas von getroffen. Erzähl doch keinen Kack. Na, ja, siehste. So wollen wir das. Also ich muss mindestens auf Level 4, damit ich gut Schaden mache. 2, 3, 4. Jawohl. So gefällt mir das. Schnucki Putz hat keine Magiepunkte mehr. Kannst du irgendwas zum Buffen? Nein, 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 nein. Okay, egal. Gucken wir mal, Lanze ist tatsächlich meine stärkste Waffe gerade. Ja, yep. Gut. Lanze. Ey, ja, komm. Okay, das ist gerade ein bisschen nervig. Ich den nicht vor die Flinte krieg. Alter, ich hab dich so getroffen. Ja. Macht dir nicht wirklich viel, der Mann, ne? Mal ein bisschen penetrieren, den Guten. Gehen wir nach oben. Dann müsste jetzt theoretisch nach oben wollen. Genau. Eigentlich ein bisschen Zeit zum Aufladen. Batz. In your face, compadre. So, ich will jetzt unbedingt mal auf Level 7 kommen und voll den Siemer auf die Schnauze holen. Komm. Hup. Weg. 7. Ach, Kacke. Das Problem ist, dass der voll durchgeht. Yes. Nein, 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 nein. Aufwachen. Aufwachen, bitte. Vielleicht zwischendrin mal ein bisschen Schokolade verknusen. Obwohl, komm. Dann darfst du jetzt einfach mal eine Runde heilen.
hat gesagt, du darfst Gamma Cybermax. Ich glaube, du darfst uns eine Runde heilen. Okay. Ich meine, ist schon echt ein Mann. Er ist schon echt ein Mann. 500 Schaden. So wollen wir das. 500. Ne? Bauten 500. Die Zahlen 500. So muss das. Ne? Langweilig. Du bist langweilig. Du bist langweilig. Du bist furchtbar langweilig. Ich gehe mal kurz darüber. Und ich mal ganz, ganz gemütlich aufladen. Kleine Kackratze. So, jetzt will ich aber trotzdem. Ich will es jetzt schaffen. Ich will mit Level 7 will ich den aufs Maul hauen. So richtig hart. Genau. So. So, klein Ding, auch Mist. Als ohne Zauber zieht sich das ganz schön. Ich bin echt verwöhnt. Mann, der steckt aber ein. Was steckt denn der so ein? So, Level 3. Na, komm. Badam! Brusch, brusch, brusch. Special Effects. Explosionen. Badam! Und weiter geht's! Zweimal nacheinander geht's weiter. Lanzenorb! Oh, sehr gut. Sie haben die Mana-Feste aktiviert. Gleich wird hier alles untergehen. Untergehen. Hallo? Krap. Ui. Guck da oben. Da ist er. Das, meine Lieben, ist die Mana-Festung. Ach, du Scheiße. Lass mal kurz noch hier landen. Alles klar bei euch? Tantalus, Leute haben den Imperator einfach ausgenutzt, ey. Das finde ich nicht gut. Hey, Sarah. Hallo, ihr seid okay. Ihr seid okay. Jetzt seid ihr okay. So. Victor. Skull. Du bist okay. Bist du okay? Irgendwie kann ich heute keine Fragen lesen. Wir konnten gerade noch abhauen. Leider haben wir die Reaktivierung der Mana-Festung nicht verhindern können. Bald wird der Mana-Drache hier erscheinen und die Festung zerstören. Wenn das geschieht, wird auch der Rest unserer Welt zerstört. Aber noch ist nicht alles verloren. Lunar hat mir vom Mana-Baum auf dem Nebelvulkan erzählt. Vielleicht könntest du das Mana-Schwert dort reaktivieren. Die Samen von den dein Schwert bisher seine Kraft erhalten hat, sind nur ein Teil des Mana-Baumes.
Germanerbaum selbst hat viel mehr Kraft. Normalerweise kann man die Insel, auf der er wächst, nicht erreichen, da sie von einer magischen Wolkendecke geschützt wird. Aber jetzt könnt ihr es schaffen. Na gut, dann fliegen wir sofort. Also, sofort. Ohne Umwege. Noch irgendwo einkaufen? Zum Manabaum. Es ist ein verbotener Ort, an dem niemand zuvor gewesen ist. Seid vorsichtig. Ja, ich kann. Kollege Schnürschau hat es auch geschafft. Sehr schön. Hey, du. Ja, meine Leute sind drin. Ah, schön. Ist hier sonst irgendwas? Gibt's hier sonst irgendwas? Irgendwas Spannendes? Hm? Gibt's hier was Spannendes? Sag mal. Hallo? Nu, sag mal, gibt's hier was Spannendes? Es ist Buh. Ey, du, Digga. Tröd! Hey, meine Freunde vom Sandschiff, Tröd! Captain Ostro ist wieder auf hoher See, Tröd. Diesmal leider ohne mich, Tröd. Oh, armer Felix, Tröd. Entschuldigung. So, wir gucken mal doch mal drin. Weil normalerweise müsste da jetzt doch dieser Samen. Samen. Müsste diese Samen noch drin liegen, den ich noch aktivieren darf, kann? Unglaublich! Wer hätte gedacht, dass der Imperator unschuldig ist? Ist er? Der Imperator war nur eine Marionette von Tantalus. Wir sind am Ende. Lili, Schlucht. Schlucht? Ich war so böse. Nicht weine, Heidi. Du warst nicht du selbst. Ich war eifersüchtig auf Hagen und dich. Das hat Tantalus dann ausgenutzt. Schlucht. Ist ja gut, Heidi. Vergessen wir das Ganze. Schlucht? Vielen Dank, Lili. Hoffentlich findest du deinen lieben Hafen bald. Ja, klar. Jo? Hallo? Sag mal, gibt's hier was? Sag mal, Leute, gibt's hier was? Nichts passiert. Okay. Das ist schlecht. Na gut. Das war's. Gibt's nichts? Wo ist Bertie? Wo ist Bertie? Hey, wo ist Bertie? Was habt ihr mit Bertie gemacht? Ihr Luppen. Gibt's hier echt nichts sonst? Außer also diesen komischen Hohlheimer, die immer sagen, ja, scheiße. Kein Raffi oder so? Och, Kind. Aber, muss doch irgendwas geben. Ich will noch irgendwas haben. Irgendwas Tolles. Da ist er. Hallo, Raffi. Ja, der kommt viel herum, oder? Naja, ich auch, ja. Was wollt ihr? Kaufen, natürlich. Wir wollen kaufen. So, erstmal wieder mit dem Nötigsten eindecken, bevor wir uns wieder in Unkosten stürzen. Honig.
Wir nehmen Honig mit. Honig ist immer gut. Ist gut für den Hals, ne? Jo, doch. Schön wieder die Nüsse aufwerten. Wir brauchen jetzt wieder Nüsslein, Nüsslein. Komm zu mir. Okay, haben wir das. Das Fass. Ja, wir rüsten uns komplett aus. Haben wir jemals das Fass benutzt? Ich weiß gar nicht. 30.000. Ah, 65.000. Ah. Oh. Au. Es tut weh. Also, wir könnten uns theoretisch... Davon könnten wir uns alle drei holen. Davon könnten wir theoretisch zwei holen. Davon könnte theoretisch lange, wenn wir jetzt drei... Ich fange mit dem Helm an. Wir holen uns erstmal drei Helme. Ja. Dann müssten wir erstmal ausverkaufen. Das muss jetzt alles gut geplant sein, weil das ist eine Kacke, ist das teuer, das Zeug. Eieieiei. Aber Alter! 66 auf 140. Das ist mehr als das Doppelte. Ah. Oi. Oi, oi, oi. Okay, das mag mir gefallen. So kriegt jeder mal so ein kleines Dornenhelmchen auf den Kopf. Sieht ganz bestimmt sexy aus, glaube ich. Ja, ja. So. Nu? Verkaufen wir erstmal den ganzen Schlönz. Der da weg. Der da weg. Und der da weg. So, der da weg. Falls ihr euch fragt, was ich gerade mache, ich möchte mir gern noch die drei Handschuhe kaufen. Und jetzt sollte die Kohle auf jeden Fall liegen. Nein, das langt nicht. Da hat sich der blöde dicke Mann verrechnet. Naja, das heißt, wir müssen erst noch ein bisschen Kohle machen gehen. Scheiße. Jetzt ist eine komplett unausgerüstet. Das ist nicht gut. Nee, habe ich mich ein bisschen verrechnet. Egal. Gut. Egal. Wir müssen auf jeden Fall hier auf dem Kontinent hier, also der jetzt mal wieder versinkt und mal auftaucht und so. Ja, Felix, alles klar. Ja, tröd. Tröd. Captain Ostro tröd. Hier auf diesem Kontinent sitzt Raffi und der hat geiles Zeug. Das ist gut zu wissen. So. Aber... bevor wir weitermachen. Ne? Ihr kennt euch aus. Ich mache hier Sense. Wir haben ja hier jetzt ganz viel gemacht. Ne? Entgegner besiegt. Wir wissen, wo wir als nächstes hin müssen. Aber, wie ich mich erinnere, der Vulkan, also dieses Mana-Baum-Dings da, ist furchtbar. Das heißt, ich mache hier einen kompletten Break. Also werd heute wahrscheinlich auch nichts mehr aufnehmen. Das war es erstmal wieder für die Runde und muss zwischendrin dringend meine Zauber leveln, meine Waffen leveln, selbst die Charaktere noch ein bisschen leveln, damit ich wirklich gewappnet für diesen komischen, ekelhaften Vulkan bin. Der ist nämlich forschbar. Ne? Ich meine, ich kann euch nochmal kurz zeigen, wo wir hin müssen. Ne? Ich hole mir meinen Freund Lufti, damit er den auch mal wieder sieht. Hallo Lufti! Hui. So, da muss ich mal gucken, wo denn dieser Dünger-Vulkan war. Vulcano, nein, das ist die Wüste. Kann sich nur um Stunden handeln, keine Sorge. Weg. Ja.
Der war irgendwo am Rand der Map, glaube ich. Hier. Ne, ich schalte hier mal auf Linie. Hier müssen wir das nächste Mal hin. Wir müssen den Mana-Baum suchen. Aber wie gesagt, das machen wir alles erst in der nächsten Folge. Bis dahin, ne, guckt euch Luft die doch ein bisschen an. Ne? Ihr guckt nach Süden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommertag. Falls bis diese Folge rauskommt, überhaupt noch Sommer ist. Wer weiß, geht ja mittlerweile schnell. Lasst euch gut gehen. Freut euch schön langsam auf das Finale von Secret of Mana. Ich bilde mir an, wir müssen uns danach noch, wie gesagt, in diesen Vulkan und danach auf die Mana-Festung. Und dann sind wir durch. Na, schauen wir mal, wie lange wir dafür noch brauchen. Also ich denke mal, es werden schon noch so 3-4 Folgen, wenn sie noch werden jetzt noch. Aber wie gesagt, bis dahin lasst es euch gut gehen. Gehabt euch wohl. Freut euch des Lebens. Ne? Lufti sagt tschüss. Gibt es noch irgendwelche Weisheiten, die ich mit auf den Weg geben kann, außer dass ich heute nicht mehr reden kann, weil ich schon viel zu viel aufgenommen habe. Nö. Also, tschüssi. So, meine lieben Nasen und Näsen. Ich bin nicht nochmal ganz kurz. Ne? Jetzt muss ich jetzt irgendwie versuchen zu verstecken mit einem geilen Schnitt und so, dass ich das an die nächste Folge, an die letzte Folge noch irgendwie dranhänge. Ich wollte euch ja noch zeigen. Ich hab ja die Schwertorbs gekriegt, ne? Wir haben doch diese Schwertorbs gekriegt. Ich werde von hier fortgehen. Hier ist viel zu heiß. Welche Waffe soll erneuert werden? Jetzt hoffe ich mal, dass wir doch genug Kohle haben. Ich wollte euch ja zeigen. Dämonenschwert. Wirkt zu Titanschwert. Und das Titanschwert wirkt zu Juwelenschwert. So. Siehst du? Glücklich? Na, jetzt haben wir Juwelenschwert. Vielleicht noch 12.000, 6.000. Da kommt mal den Bogen noch. Den Elfenbogen. Wird zum Zentaurenbogen. So. Zufrieden, ne? Gierige Bande. Schauen wir mal. Das Juwelenschwert erhöht die Steigerung 2 Punkte. Sexy. Erhöht die Steigerung 2 Punkte. Verwirrt die Gegner auch sehr gut. Lähmt die Gegner. Effektiv gegen Schleim-Action. Verlangsamt die Gegner. Tiere, Vögel. Insekten. Und so weiter. Ne? So. Gut, das wollte ich euch jetzt einfach nicht vorenthalten, wenn man schon seit 2 Folgen verspricht. Ne? Hier, wegen, ja. Und was ist jetzt mit den Schwertern? Ne? Was ist das? Hier. Juwelenschwert. Ne? Toll. Geil, oder? Tschüssi!